RP1 Musiktaxi heute in Hockenheim. Und da warten wir jetzt auf Sanja. 50 Euro habe ich wieder parat. Ne? Ich bin beim Shoppen übrig gelassen. Nee, da war nichts übrig. Also wir warten. Mal gucken, wann sie kommt. Oh, da ist sie. Hallo. Sanja. Sanja, hallo. Hi. Komm rein, setz dich. Du darfst dich hinsetzen. Nochmal. Ja, noch. Sanja wie Tanja nur mit S. Richtig. Oder wie Sonja nur mit A. Richtig, jawohl. Geil. Schnell dich am besten an und dann geht die wilde Fahrt los. Eine wilde Weil Fahrt? Ich habe eine Special-Aufgabe für dich. Hockenheimring, 400 km/h und dann die... Wow. Nein, war ein Spaß. Vom Kindergarten haben wir dich abgeholt. Ja, du siehst aber so erwachsen auch. Ach so, Arbeitsstelle. Ja. Wie viele Kids hast du da? In meiner Gruppe sind es 25. Oh! Ja. Und du bist alleine? Nein, wir sind zu zweit. Also wir sind offener Kindergarten. Jeder hat eine Stammgruppe von 12, 13 Kindern. Mhm. Und das haben wir immer zusammen mit einer Kollegin. Und wie heißt deine Gruppe? Die haben immer so süße Gruppennamen. Wir sind nur die Anita- und Sanja-Gruppe. So. Wir haben keine süßen Namen. Vielleicht seid ihr jetzt die RP1-Gruppe. Ja, vielleicht. Das ist doch cool, oder? Ja. Und gibt es da so schon, wie alt sind die? Zwischen 3 und 6. Gibt es da schon so Probleme? Sagt ja immer, kleine Kinder kleine Probleme, große Kinder große Probleme. Ja, ja, gibt's. Und um was geht's da? Schippe weggenommen. Genau, der hat meinen Sand geklaut. Das ist Tatsache. Das mit dem Sand ist auch eine ganz miese Nummer. Wer war das? Genau. Wie heißt der? Och, der Racker? Ganz der viele den Sand Namen. Klaut? Ganz viele Namen. Es sind ganz viele Kinder. Aber der den Sand klaut? Der den Sand klaut, das ist der Max. Max. Ne? Weiß Bescheid. Das ist so geil, oder? Wenn man so hört, boah, die Sanja muss sich mit Problemen rumschlagen, dass der eine dem anderen Sand geklaut hat. Ey, das ist, trotzdem ist es mega anstrengend. Mein vollsten Respekt für Kindergärtnerin. Wollen wir spielen? Ja. Was machst du von der Kohle? Ich habe gestern zu meinem Freund gesagt, wenn ich was gewinne, gehen wir morgen essen. Oh ja. Und wo? Er wohnt in Ludwigshafen. Mhm. Und in Frankenthal ist ein Konzert, er kennt sich da besser aus, mal gucken. Frankenthal, kann ich dir das Brauhaus empfehlen? Brauhaus in Frankenthal. Ah ja. Top. Da schmeckt der Salat so geil, weil die so eine geile Soße haben. Das ist so ein Kartoffeldressing. Oh. Also das kann ich dir echt empfehlen. Brauhaus in Frankenthal. Mhm. Dafür kriege ich jetzt aber ein Steak und sonst, ne? Werbung. Los geht's. Wie viele Songs hat RPR1 ständig im Programm? A, mehr als 100 Titel, B, mehr als 500 oder C, mehr als 1000? Mehr als 1000. Ja, klar. Zweite Frage. Wie heißt dieses Lied von Xavier Naidoo? Dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg? Wird kein leichter sein. Achso. Dann wird... Wird steinig und schwer. Oh ja, zum Glück. Dritte Frage. Wie viele Online-Playlists haben wir über die RPR1-App? A3, B30, C3000? 30. Ja, richtig. Du hast einen Fan hier. Wie heißt die Ehefrau von Justin Timberlake? Ist es diese Jessica Biel? Ja! Fünfte Frage. Wer sitzt neben Nena McForster? Max Gisela. Ja! Wir sind schon fertig. Haben wir noch Zeit? Ja, eine halbe Minute. Dann gebe ich dir jetzt hier. 10, 20, 30, 40, 50. Der Wahnsinn! Ja, vielen Dank! Und den RP1-Bären noch, damit du jetzt die RP1 Bärengruppe im Kindergarten hast. Eröffnen. Okay, vielen Dank. Ich danke, danke euch. Dir. Das war mir ein Vergnügen. Das war Sanja aus Hockenheim.